Wir haben eine Tonübung und zwar werden wir jetzt zu zweit Türme bauen. Zunächst haben wir ungefähr 10 Kilo Ton pro Person in kleine Stücke genommen, zu einem lockeren Haufen aufgetürmt. Wir werden uns 20 Minuten dafür nehmen, dass beide von uns einen Turm bauen. Dieser Turm kann schön sein, kann weniger schön sein, der Turm kann hohl sein, er kann voll sein, es ist ganz egal, er darf sogar schief sein. Aber in 20 Minuten schauen wir, wer hat den höheren Turm gebaut. Das Bauen von Türmen fördert die Aufrichte. Ganz häufig sitzen die Menschen am Anfang sehr gemütlich und bauen an ihrem Turm. Und nach kurzer Zeit sind sie ja gezwungen, um überhaupt weiterarbeiten zu können, aufzustehen. Und man hat es ja gesehen, wir sind dann immer höher und höher gekommen und die Wirbelsäule streckt sich durch. Also wir haben da wirklich eine Stütze für die Aufrichte. Und es ist soweit. Ja. Da geht's dahin. Ja, also die Türme sind gebaut. Unterschiedliche Bauweisen. Dieses kompetitive Element, also wo wir so gegeneinander spaßig arbeiten, kann jetzt ausgeglichen werden durch einen zweiten Schritt. Indem wir zum Beispiel nach dieser Übung beschließen, dass wir jetzt unsere Türme nebeneinander stellen und aus den beiden eine Skulptur bauen. Das kann ganz unterschiedlich sein, also es soll dann nichts mehr mit Turm zu tun haben, aber dann wird dieses Gegeneinander mit einem Miteinander wieder aufgewogen.